Meine Damen und Herren, lieber Klaus, liebe Maja, ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, uns heute hier in Bukarest zu sprechen. Im Zentrum unseres Gesprächs, wir haben es schon gehört, stand die schwierige Situation, in der sich auch die Republik Moldau im Augenblick befindet. Lassen Sie mich vorweg klar sagen, Moldau ist Teil unserer europäischen Familie. Im Sommer haben wir ihr den Kandidatenstatus zugebilligt. Und ich begrüße es sehr, wie entschlossen Moldau die nötigen Reformen angegangen ist, die für einen EU-Beitritt unabdingbar sind. Unsere Unterstützung auf diesem Weg kann sich Moldau sicher sein. Das habe ich der Staatspräsidentin heute noch einmal versichert. Moldau steht nicht allein, sondern erhält massive internationale Unterstützung. Gemeinsam mit Frankreich haben wir im vergangenen Jahr bereits die Konferenzen der Unterstützungsplattform für Moldau organisiert, als starkes Zeichen der internationalen Unterstützung. Ich bin zuversichtlich, dass die vierte Konferenz in Moldau im Herbst ein weiterer Erfolg wird. Bereits am 1. Juni werden wir nach Chisinau reisen, auch das ist schon berichtet worden, zum zweiten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, das in diesem Fall von Moldau ausgerichtet werden wird. Für mich ein schönes Zeichen, dass das in Moldau stattfindet und im Übrigen auch ein Zeichen dafür, dass diese Europäische Politische Gemeinschaft ein Erfolg ist. Wir treffen uns mehr informell als sonst, aber dafür mehr zum Gespräch. Und das ist, glaube ich, gerade für die europäische Verständigung von allergrößter Bedeutung, dass hier kein ritualisiertes Treffen organisiert wird, sondern etwas, das dem Austausch dient von vielen Staaten Europas, auch denen, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, aber im Herzen sich Europa zugewandt fühlen. Das Treffen wird noch einmal die Einigkeit und die Geschlossenheit Europas in dieser Zeit demonstrieren. Natürlich haben wir heute auch wieder über den russischen Überfall auf die Ukraine und seine sehr unmittelbaren Auswirkungen auf die Republik Moldau gesprochen. Wir sind uns einig, Russland muss diesen Krieg endlich stoppen und Truppen aus der Ukraine abziehen, damit es zu einem fairen Frieden kommen kann. Mit großer Sorge lesen wir Berichte über russische Versuche, die Republik Moldau zu destabilisieren. Die Souveränität und territoriale Integrität eines jeden Staates ist unantastbar. Diese Vorgabe der Schlussakte von Helsinki und anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen wurde auch von Russland unterzeichnet und sie hat weiterhin Gültigkeit. Deshalb unterstützen wir Moldau nach Kräften dabei, sich gegen Versuche der Destabilisierung durch Russland zu wappnen. Sehr geehrte Frau Präsidentin Sandu, liebe Maja, ich möchte mich ganz besonders dafür bedanken, wie solidarisch sich Ihr Land gegenüber der Ukraine verhält, politisch und auch bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Wir sind uns sehr bewusst, was für einen großen Kraftakt Sie und Ihr Land damit vollziehen. Die Solidarität unter Partnern, die wir seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sehen, ist sehr beeindruckend. Und dir, lieber Klaus, danke ich, dass Rumänien mit seinen Bürgern und Bürgern, den Nachbarn in Moldau, in diesen schwierigen Zeiten so stark beisteht. Unter anderem dabei, die Energieversorgung in Moldau sicherzustellen. Auch Deutschland leistet einen Beitrag. Wir haben den Haushalt Moldaus unterstützt, die Energierechnung zu bezahlen. Zusammenhalt und Solidarität sind das Gebot der Stunde in einer Zeit, in der imperialistische Politik unsere demokratischen Errungenschaften und unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Auf diese Solidarität können wir in Europa zu Recht stolz sein. Sie zeichnet uns aus und unterscheidet uns von anderen.